Wie ihr sicherlich alle bemerkt habt, gelten wieder neue Corona-Regeln und da müssen wir uns natürlich drauf einrichten. Diese neuen Regeln sind ja an der 3G-Regel orientiert, also getestet, geimpft oder genesen. Und das gilt auch jetzt bei uns im Gemeindezentrum. Wo es zum Glück nicht gilt, ist der Gottesdienst. Da kann man auch immer noch so rein, aber natürlich mit Hinterlegung der Daten. Und was im Gottesdienst auch ist, ist, dass wir wieder ordentlich Abstand halten müssen, 1,5 Meter zum nächsten. Sprich, wenn ich mit meinem Nachbarn nicht in einem Haushalt wohne, müssen 2 Sitzplätze zwischen uns frei bleiben. Wir werden in den nächsten Gottesdiensten auch aus dem Kirchengemeinderat immer welche haben, die so ein bisschen nach dem Rechten gucken. Das ist sozusagen unsere Ordnungspolizei. Seid bitte so nett zu denen und wenn die euch was aufmerksam machen, macht's einfach. Bei allen anderen Veranstaltungen bei uns im Gemeindezentrum gilt aber die 3G-Regel. Das heißt, wir kommen tatsächlich bei uns nur rein, wenn wir geimpft, getestet oder genesen sind. Und deswegen, um das ein bisschen zu vereinfachen, haben wir ein Angebot, nämlich, dass man sich bei uns im Gemeindebüro in eine Church-Schutzliste eintragen kann. Das geht wegen Datenschutzrichtlinien allerdings nur freiwillig. Da könnt ihr also bei Inke Petersen im Büro anrufen und euch dafür anmelden. Dann haben wir einmal eure Daten sozusagen für immer. Aber ansonsten gilt das natürlich. Es hat auch Konsequenzen übrigens für den Kirchkaffee vorher oder nach dem Gottesdienst, der zählt nämlich nicht zum Gottesdienst selbst. Und aus diesem Grund machen wir das möglichst alles draußen. Also Kaffee oder was man sonst noch möchte nehmen und dann möglichst schnell wieder nach draußen gehen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir wünschen euch, dass ihr behütet bleibt, dass es euch gut geht und dass es uns allen trotzdem bald gelingt, das gut hinzubekommen. Danke.